ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عن أغنية المجد نائل. Die Brüder, die ihn nicht kennen, der ist aus Heilbronn und ist halb saudi-arabischer und deutscher Bruder und macht auch Dawah und ist bekannt, hat ein Tajwid-Buch geschrieben auf Deutsch und ist bekannt in Koran-Rezitierungen. Aber er wird inshallah jetzt uns ein paar Nasiha geben, dass wir ihm richtig zuhören. Barakallahu fiqh. Das ist digital. Nimmt ab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister, also normalerweise sollte ich nicht so vorsprechen. Aber ich mache das aus Liebe zum Bruder Abu Anas. Möge Allah ihn für diese Worte belohnen. Und eigentlich habe ich nichts hinzuzufügen. Und deswegen möchte ich an einem Punkt vielleicht eine Nasiha geben, weil er eben vorhin gesagt hat, dass auch es zum guten Charakter der Muslime gehört, eine Nasiha zu geben. Und diese lautet, liebe Geschwister, was man immer wieder bemerkt, wenn jemand einen Vortrag hält, sei es in einer relativ kleinen Versammlung wie hier oder in größeren Versammlungen, dass wir leider sehr wenig Nutzen aus diesen Vorträgen ziehen. Und dieser wenige Nutzen kommt aus verschiedenen Gründen, durch verschiedene Ursachen zustande. Und eine dieser Ursachen, liebe Geschwister, ist natürlich, der Bruder hat uns hier nicht weniger als den Charakter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam versucht, uns zu vermitteln. Er hat bei weitem nicht alle Charaktereigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgezählt. Aber ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber hattet ihr das Gefühl, dass ihr imstande seid, alle diese Eigenschaften auf einmal umzusetzen? Deswegen, meine Nasiha an mich selbst und an euch lautet, dass man das Mindeste, was man tut, nach dem Ikhlas und mit der Nähe herzukommen, um sich tatsächlich irgendwas, einen Kuchen von diesem Charakter abzuschneiden, ist, dass man aufschreibt, was man hört. Du wirst, wenn du mitschreiben würdest bei solchen Vorträgen, nicht mitkommen. Es sei denn, du kannst vielleicht eine spezielle Stenoschrift. Und diese verschiedenen Charaktereigenschaften, die Bruder aufgezählt hat, es ist wert, dass man sie aufschreibt, denn vielleicht wirst du den einen oder anderen Charakterzug nicht selbst umsetzen können, oder zumindest nicht auf die Art und Weise, wie es eigentlich verlangt ist, aber mit einer guten Absicht kann es trotzdem sein, dass du der Grund bist dafür, dass andere ihn umsetzen. Und das kannst du nur machen, indem du natürlich nicht vergisst, was du gehört hast. Und wer von uns hört etwas und kann sich das dann Zeit seines Lebens merken? Liebe Geschwister, deswegen das Mindeste, was man macht, mit einem Stück Zettel mit und einen Stift und schreibt auf, was man hört, auf das man eines Tages aus Versehen nochmal auf diesen Zettel draufschaut. Das ist natürlich ironisch gemeint. Und schaut, ob man nicht vielleicht die eine oder andere Sache umgesetzt hat oder noch umzusetzen hat. Und zumindest, man gibt sie weiter an seine Ehefrau, an seine Kinder, an seine Mitmenschen. Diejenigen, die einem eben vertrauen und auch von einem akzeptieren werden, wenn man spricht. Möge Allah euch segnen und uns alle segnen und diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus der Sitzung hervorgehen und Allah uns unsere Sünden vergeben. Habt das sallallahu ala nabiyyina Muhammad. يا ملهم شعب أن يبروا عشتك كم حققت للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوافا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد زايد الخيرات سلعا وشمالا وجنوبا ونجودا وغيرا